mich eingeladen, ich habe ihn getroffen. Er hat zu mir gesagt, ey, bitte schalt dein Handy auf, denn ich hab dir was zu sagen, ich muss dir was erzählen. Du musst mir folgen, denn du zählst zu meinen Auserwählten. Ich hab die Songs gehört und kenn deine Gedanken. Zusammen sprengen wir Mauern und wir durchbrechen Schranken. Wir kommen nicht ins Wanken, denn wir agieren als Team. Vereint wie Zion im Kampf gegen die Maschinen. Klick, klack, boom. Ich seh die Typen in den rosa Polohemden, verwöhnte Söhne, hohle BWL-Studenten, deren Eltern ihnen eine Weisheit mit für ihr Leben gaben. Wenn ich arm bin, hab ich eben selbst dafür die Schuld zu tragen. Die Lieder sagen, jeder Mann ist seines Glückes Schmied. Und wenn sich jedlich daran, dass du hier nicht alles gibst, nur übersieht diese bürgerliche Mittelschicht, dass da nicht drin ist, wenn man dafür nicht die Mittel kriegt. Hey Mann, ich bitte dich, wir sitzen in den Chefetagen. Söhne reicher Eltern machen da die fetten Margen. Von wegen gleiche Chancen, er ist für ihr Gewissen. Er tut zu gut beim Geld, scheffelt sich im Recht zu wissen. So Besserwisser-Typen, die mich anekeln, mit tollen Reden wie der Markt geht schon regeln. Aha, deswegen sind die Löhne auf Rekordtief, obwohl mein Loch hier die Schichten im Akkord schiebt. Noch vor ein paar Jahren hatten die wie seine 30 Mark, heute sind es 6,50 Euro mit einem Zeitvertrag. Wir exportieren so stark, ja wir sind Weltmeister, und jeder Manager mutiert hier zu einem Geldscheißer. Sie werden schnell dreister, ficken den kleinen Mann, während Mutti für die Kleinen nicht mal mehr was kaufen kann. Ich hör's mir laufend an, hat wir wäre zu hoch. Ey Alter, schau mich an, ey hör mal, seid ihr doof. Man kann sich von der Scheiße nicht mal mehr korrekt ernähren. Außerdem ist es ein Weg, um Menschen wegzusperren. Hier läuft was echt verkehrt, nur fällt es keinem auf. Ich nehm euch ins Visier und zieh mit meinem Lauf. Klick, klack, boom. Kapitalisten. Klick, klack, boom. Kopfschuss, Kopfschuss. Klick, klack, boom. Kapitalisten. Klick, klack. Klick, klack, boom. Kapitalisten. Klick, klack, boom. Kopfschuss, Kopfschuss. Klick, klack, boom. Kapitalisten. Klick, klack. Spann die Drähte, die Herren der Finanzwelt. Sie wissen zu genau, wie man es anstellt. Ganz egal, ob bei Siemens oder Nokia. Am Ende zählt nicht mehr der Mensch, sondern das Kapital. Sie nehmen Firmen ein und werfen Leute raus. Und an der Börse spenden Shareholder dann laut Applaus. Private Equity leben von dem Leid der anderen. Sie sind wie Heuschrecken, die über Wiesen wandern. Krisen, die sich anbahnen, sind ihnen gleichgültig. Hauptsache reich, ja und der Konto füllt sich. Erfüllt sich der Tycoon in protzige Gewänder, finanziert durch den Profit aus den Drittweltländern. Er unterstützt die Ortsansätze des Toten, um sich die allerbesten Chancen auszuloten. Er weiß, er wurde näheres reich und voller Schätze, und er gibt den Scheiß auf moralische Gesetze. Er will an Gold, Silber, Zink oder an Mangan, weil er mit Gewinn den Kram weiterverkaufen kann. So gut wie nichts davon kommt da dem Land zugute. Ihm ist egal, ob dafür Kinder in den Minen bluten. Sieh mal auf deine Schuhe, die stehen dir scheiße gut, und Kinderhände produzierten deine Nike Boots. Ich krieg da reichlich Wut und rede mich in Rage und frage mich, was tun gegen die Scheißbagage. Klack, Kapitalisten, klick, klack, boom. Kopfschuss, Kopfschuss, klick, klack, boom. Kapitalisten, klick, klack, Kopfschuss, Kopfschuss, klick, klack, boom. Kapitalisten, klick, klack, boom. Kopfschuss, Kopfschuss, klick, klack, boom. Kapitalisten, klick, klack. Auf der Welt verhungern Menschen, weil Getreide fehlt. Deren Essen hast du grad in deinen Tank gefüllt. Wie hat sich's angefühlt? Dein teurer Biodiesel, der verhindert, dass die anderen was zu fressen kriegen. 10 Kilo Butter liefern 1 Kilo Fleisch, und ihnen fehlt die Weide für Weizen und Reis. Allein an Fleisch auf deinem Grill in diesem Sommer, Mann, hätte in Afrika gereicht für um die 100 Mann. Zucken die Schulter dann, ihr könnt das nicht verstehen, weil euch die Medien andere Bilder durch die Köpfe drehen. Weil sie euch suggerieren, was die größte Sorge ist. Mitten in Deutschland und ein Islamist ermordet dich. Ich find das lächerlich, wie sie den Stress entfachen und die echten Sorgen für den Rest vergessen machen. Ich bin nicht in der Lage und bin auch nicht bereit zu akzeptieren, dass die Scheiße so für immer bleibt. Es reibt mich auf jede Nacht, wenn ich mich schlafen leg, und mir der Puls in meinem Hals bis an die Decke schlägt. Mir wird der Kopf zu heiß und meine Füße kalt, und jede Faser in mir dürstet nach Gewalt. Ich mach die Boxen kalt, wo immer ich sie treff. Wir brauchen sie weltweit, die neue RAF, gegen die Chefs dieser heimlichen Hitlers. Und wollen an dich, frage ich, ob du mitmachst. Klick, klack, boom. Kapitalisten. Klick, klack, boom. Kopfschuss, Kopfschuss. Klick, klack, boom. Kapitalisten. Klick, klack, Kopfschuss, Kopfschuss. Klick, klack, boom. Kapitalisten. Klick, klack, boom. Kopfschuss, Kopfschuss. Klick, klack, boom. Kapitalisten. Klick, klack. Wollner, bist du dabei? Wollner, bist du dabei? Nein. Und ich werde dir auch sagen, warum nicht. Ich kann deine Wut auf die Mächtigen dieser Welt verstehen, die Wut über all die Ungerechtigkeit. Aber wenn du etwas verändern willst,
dann brauchst du einen Rückhalt im Volk. Und sobald du anfängst, den Pfad der Friedfertigkeit zu verlassen, werden Organisationen und Dienste in deinem Namen Terroranschläge begehen, um dein Ansehen und deine Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung zu vernichten. Die Menschen werden Angst vor dir bekommen. Dein Name wird geschmäht. Und den Mächtigen gibst du damit die Möglichkeit, die Überwachung und Kontrolle über ihre Bürger noch weiter auszubauen, sodass dein Ziel in immer weitere Ferne rückt. Wenn du etwas verändern möchtest, dann musst du es friedlich tun. Denn wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich.